Party hier Urlaub oder was? Meister, wenn du hier weiter so rumbrüllst, dann wird das heute überhaupt nicht mehr. Klar? Halb zehn. Mal sehen, was er heute für eine Ausrede hat. Okay, ich setze 5 Euro auf einen Wasserrohrbruch. Nee, ich tippe auf Stau. Das hatten wir lange nicht. Hallo? Ich glaube, er lässt sich was Neues einfallen. Ich denke, er hatte Probleme mit seinem Wagen. Also dämlicher Wasserrohrbruch mitten auf der Prager Straße. Wasserrohrbruch? Dankeschön. Ja, und dann hat meine Kiste auch noch zicken gemacht. Sag mal, kannst du dich vielleicht noch für eine Ausrede entscheiden? Tut mir wirklich leid. Na wunderbar. Und wann können wir hier endlich weitermachen? Sag mal, Meister, wenn du hier noch länger rumstänkerst, wird es heute überhaupt nichts mehr. Also bitte abmachen. Michael. Ich hab noch eine Rechnung offen. Und mit wem haben wir es zu tun? Männliche Leiche mittleren Alters, wie ihr seht, vollständig skelettiert. Wie lange liegt er schon hier? Das kann ich nicht genau sagen, aber 5 Jahre mindestens. Und kann er sich ausweisen? Nee. Komm, hilf mir mal. Aber vielleicht hilft uns die ja weiter. Mhm. Irgendwelche Hinweise auf die Todesursache? Mhm. Aber wahrscheinlich wurde er erst nach seinem Tod hierher gelegt. Wie kommst du darauf? Na, darauf könnte die Parallellage der Arme und Beine hindeuten. Den Rest muss aber die Gerichtsmedizin klären. Alles klar. Also, euer Tote ist ein Mann, ca. 42 Jahre alt, 1,85 Meter groß und ungefähr 120 Kilo schwer. Gibt es Hinweise auf die Todesursache? Naja, einzige Auffälligkeit ist eine Fraktur des Nasenbeins. Die muss er sich aber schon eine ganze Zeit vor seinem Tod zugezogen haben. Ansonsten deutet nichts auf äußere Gewaltanwirkung hin. Naja, und auf die Ergebnisse der chemischen Analyse warte ich noch. Irgendwas gefunden, was uns bei der Identifizierung helfen könnte? Das wird schwierig. Also mit dem Zahnschema werden wir jedenfalls nicht weiterkommen. Der gesamte Kiefer ist stark beschädigt, also durch die Baumaschinen. Und was ist mit einer DNA-Bestimmung? Ja, also genügend Gewebematerial ist vorhanden. Ich brauche halt nur eine Vergleichsprobe von einem nahen Verwandten. Dazu müssen wir erstmal Verdacht haben, wer mit unserem Freund hier verwandt ist. Kannst du was zum Todeszeitpunkt sagen? Ja, komm mal mit. Die Leiche muss vor 7 Jahren im Straßenfundament abgelegt worden sein, und zwar in den Wintermonaten. Das sagen uns die... Und, gibt's was Neues? Ich glaube, wir haben was. Der Abschnitt der Prager Straße, in der unser Toter gelegen hat, wurde im Dezember 96 gebaut. In dem Monat war es nur in den ersten 3 Tagen wärmer als 11 Grad. Danach gab es eine 4-wöchige Frostperiode. Und in diesen 3 Tagen wurden 6 Personen als vermisst gemeldet. Sind alle wieder aufgetaucht. Alle bis auf einen. Genau, bis auf Egon Scheran, 45-jähriger Bauunternehmer aus Leipzig. Wurde zuletzt in der Nacht des 2. Dezember gesehen. Also genau gesagt, in den frühen Morgenstunden des 3. Dezember. 2 Tage später hat ihn seine Frau als vermisst gemeldet. Größe, Gewicht und Statur passen zu unserem Toten. Hier, das ist er. In der Mitte. Tja, ich erinnere mich. Sein Verschwinden hat damals einen ziemlichen Wirbel ausgelöst. Wieso? Scherer hat jahrelang ein Bauprojekt nach dem anderen in Leipzig hochgezogen. Bis Sommer 96. Bis plötzlich aufflog, dass seine Immobilien nur 80% der in den Büchern angegebenen Mietfläche hatten. Dr. Schneider lässt grüßen. Scherer hat mehrere 100 Millionen Mark ins Sand gesetzt und musste Konkurs anmelden. Warst du damals dran an der Geschichte? Nee. Die Kollegen vom Wirtschaftsdezernat haben gegen Scherer ermittelt. Ja, und dann war er plötzlich von heute auf morgen verschwunden. Und alle haben gedacht, er sei untergetaucht. Tja, stattdessen hat ihn niemand umgebracht. Wenn Scherer unser Toter ist. Wie sieht's aus? Gibt's irgendjemanden, der uns helfen könnte, das herauszufinden? Scherer hat einen Bruder. Gut, kümmere dich. Name und Adresse. Wissen wir, wer damals die Prager Straße gebaut hat? Mhm. Die Otto Holst AG. Ina, Miguel, das erledigt ihr. Und redet vorher mit Scherers Ehefrau. Ja, bitte was? Warte mal, ich will nicht ihre Werkstatt kaufen. Alles, was ich brauche, ist eine verdammte Wasserpumpe. Ja, haben Sie eine Wasserpumpe da oder nicht? Betrieben. Ein verdammt guter Grund, wenn du mich fragst. Sorry. Ich musste meine Kiste in die Werkstatt bringen. Sowas kann man auch nach Dienstschluss tun. Okay. Wir sollten noch mal einen Blick in die Ermittlungsakte von 96 werfen. Und ich weiß auch schon, wer die aus dem Archiv holen wird. Nee, ist unglaublich.
unglaublich, wie viel Tonnen Papier die Kollegen produziert haben, nur um zu dem Schluss zu kommen, dass Scherer mit seinen Schwarzgeldmillionen ins Ausland abgezischt ist. Dabei sind die quasi jeden Morgen auf dem Weg ins Büro über drüber gefahren. Ja. Danke, Miguel. Ach, guck mal an. Scherer war zwischen 1992 und 96 regelmäßig Gast in Bellamy. Dem Edelbordell in der Libystraße? Ja. Das kam jetzt aber verdammt schnell. Und im Archiv ist noch eine Stelle frei. Und für dich auch, wenn du noch weiterlässt. Scherer hat jeden seiner Besuche mit der Firmenkreditkarte bezahlt. Auch den letzten, kurz vor seinem Tod. Na dann mal los. Wir schauen noch mal bei Scherer vorbei. Wieso? Weiß nicht. Er versucht, es ein verdammt gutes Motiv, seinen Mann um die Ecke zu bringen. Außerdem ist sie Diabetikerin. Jedenfalls hat sie es gegenüber ihrer Lebensversicherung angegeben. Komm, Jan. Komm, Ila. Mein Mann hat sich nicht ins Ausland abgesetzt. Hat mich also nicht setzen lassen. Sieht jedenfalls ganz so aus. Ihr Mann ist durch eine Überdosis Insulin getötet worden. Können Sie uns was dazu sagen? Was soll ich Ihnen denn dazu sagen? Sie sind doch Diabetikerin, oder? Ah ja. Sie denken, ich habe Egon getötet. Haben Sie? Ich bin Diabetikerin. Und ich spritze Insulin. Aber ich habe mit dem Tod meines Mannes nichts zu tun. Sie wussten doch, dass Ihr Mann regelmäßig ins Bellamy ging, oder? Das haben Sie einfach so hingenommen? Was hätte ich denn machen sollen? Sie hätten ihn umbringen können. Danke, Herr Jürgen. Frau Scherer? Ja? Sagt Ihnen der Name Otto Holz etwas? Ja, das war der Geschäftspartner meines Mannes. Wussten Sie, dass Holz Ihrem Mann die Schuld am Bankrott seiner Baufirma gegeben hat? Und dass er gedroht hat, ihn umzubringen? Holz ist damals völlig durchgedreht. Hat Egon mit Telefonanrufen terrorisiert, ist ihm ständig hinterhergefahren. Und wie lange ging das? Das ging bis zu dem Tag, an dem mein Mann verschwunden ist. Ich hatte 15.000 Mark Spielschuld.